Wir haben es mit Paradiesvögeln der besonderen Art zu tun bei Let's Play Sea of Stars und wir werden mal gucken, wohin uns diese Reise weiterhin führen wird. Die hochheiligen Nadeln, Akt 2. Ah, ich verstehe. Jetzt kommt eine Spur von Herausforderung in dieses Rätsel. Aber auch das war nur semi ein Problem. Okay. Hier ist wieder so ein Luftschub, den ich aber im Moment noch nicht benutzen kann, wie es aussieht. Okay. Ich verstehe. Aha. Nein! Das war nicht Sinn der Sache. Okay, dann gehen wir erstmal weiter nach oben, würde ich sagen. Also, diese Viecher sind absolut keine Herausforderung für unsere Party. Das Blocken indes schon. Aber ansonsten sind die Typen jetzt nicht unbedingt gefährlich. Kann ich damit irgendwas tun? Nein, nicht wirklich. Okay. Das bleibt offen, das bleibt offen. Das ist sehr nett von dir, Spiel. Das ist sehr nett von dir. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass das Ding vielleicht kaputt geht hier. Ah, ich verstehe. Eine Funkengeflechtrüstung. Ja, ist einsatzbereit. Das war auch schon wieder daneben. Ja, aber auch das war kein Problem für uns. Champion Omelette. Das ist gut. Das ist gut. Okay, da kommen wir wahrscheinlich auf die andere Seite runter. Hier kann ich leider nicht interagieren. Okay, da versuche ich mal das Ding da runter zu boxen. Ja. Alles klärchen. Hier ist nichts versteckt für uns. Wir sind schon wieder kurz vorm Level Up, muss ich dazu sagen. Das ging jetzt eigentlich schon relativ schnell. So, hier kennen wir das Kristallei. Yes. Okay. Relativ simples Gebiet, muss ich sagen. Die kleinen Plattformrätsel, die sind schon ein bisschen eine tolle Abwechslung, muss ich sagen. Aber ansonsten hat der Dungeon bis jetzt relativ wenig Herausforderungen zu bieten. Muss ich leider dazu sagen. Aber gut. Noch ist nicht aller Tage Abend. So, was haben wir hier Schönes? Verbindungsweg zum Sitz des Triumvirats. Das ging schnell. Und ich gehe mal davon aus, dass der Sitz des Triumvirats weiter nördlich ist. Regenbogenschnecke, nice.
Ja, hier können wir noch nichts mit interagieren, wie es aussieht. Was mich zu dem Schluss führen wird, dass wir höchstwahrscheinlich einen Bosskampf vor uns haben. Neobsidionstab ist gebongt. Neue Herausforderer haben die Nadel bezwungen. Das Triumvirat der Eminenz nimmt eure Anwesenheit zur Kenntnis. Du hast also hier das Sagen? Ihr werdet den großen Erleuchter standesgemäß ansprechen. Wir wollen euch nicht absetzen. Was habt ihr dann vor? Estristae. Eine einzige Möglichkeit zur Antwort und ihr gebt sie. Lächerlich, niemand ist dazu befugt, in der Gegenwart unseres Gottes zu stehen. Jahrhundertelang war unser Volk als Wächter tätig. Was ist begehrt, ist unmöglich. Bitte hört zu, wer auch immer euch das sagte, er hat euch getäuscht. Estrisnai ist kein Gott, wir bauten ihn um. Still! Die Eindringlinge wollen Gesetze und die Einheit mit unserem Gott brechen. Das Triumvirat der Eminenz hat das letzte Wort und ich, Abstarach, stehe ihm vor. Ihr werdet Erleuchtung erfahren! Gegen ultimativen Bosskampf gegen alle drei. Okay, ja, ich bin mir noch nicht sicher, was die Typen auf dem Kasten haben. Wir werden erstmal, vielleicht den Typen aus dem Weg klatschen. Das war eigentlich okay. Das war eigentlich auch ganz okay. Autsch. Ja, wir werden unser Feuer erstmal auf einen konzentrieren, glaube ich. Das wäre natürlich gar nicht schlecht, damit ich die Gegner ein bisschen weiter zusammenschmeißen kann. Aber diesen Wunsch werde ich mir leider nicht erfüllen können. Ja, Ellbogenwurf, komm. Auch das ist relativ easy zum Blocken. Okay, jetzt wird es ein bisschen spannender. Wir könnten auf jeden Fall ihn abbrechen. Ja. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich ihn abbrechen möchte. Das wird jetzt wahrscheinlich... Ja, das wird jetzt sowieso schwierig. Okay, Ellbogenwurf können wir eine Combo machen. Arkan Sonne können wir eine Combo. Arkan Schaden, Mondfelsen. Ja, aber auch das wird ihn nicht aufhalten, tatsächlich. Panzerschreck. Ja, das war okay. Das war jetzt zu schnell meinerseits, tatsächlich. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich meine Prioritäten gerade ein bisschen geschiftet haben, weil der Typ scheint eine Art Gruppenheiler zu sein. Ich werde mich trotzdem erst auf Quack, den Bruchpiloten, richten. Ach du Scheiße, Alter. What the fuck? No, 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 no. Okay, wir müssen Reshan in die Party holen. Oh my goodness. Das ist heavy. Okay, okay, okay. Jetzt sollte ich abblocken. Wow. Das ist das erste Mal, dass jemand tatsächlich K.O. geht.
Fisch im Pergament. Es wäre natürlich sehr nicht schlecht mit seinem heilenden Licht. Ja, keine Combo, heilendes Licht. Ja, können wir starten. Wie war das im letzten Part noch? Ich fühle mich so overpowered. Okay, wir sind wieder im grünen Bereich. So, jetzt werden wir ihn mit der Giftsalve aus seiner Combo rausholen. Vielleicht mal ein Mondschild hochziehen. Heiliges Kanonenrohr. Ultimativer Angriff von Zale? Yeah. Haben wir das schon gesehen? Ich glaube nicht. Ah, doch. Den haben wir schon gesehen. Aber macht nichts, er ist immer noch mega episch. So. Jetzt bin ich am überlegen. Ich könnte versuchen, also ich würde seinen Angriff doch ganz gerne tatsächlich abbrechen. Natürlich jetzt sehr ungeschickt, jetzt hat Sarai keine MP mehr. Okay. Aber der X-Schlag wird es auch nicht richten, glaube ich. Aber wir probieren es trotz allem mal. Doch, er hat es gerichtet. Sehr schön. Weil den Angriff, den muss ich nicht nochmal haben, ehrlich gesagt. So, einmal Sonnenball auf den Kollegen hier. Das war nicht sehr effektiv tatsächlich. Okay, so, wir schauen. Du kannst mal wieder abzischen. Ellbogenwurf. Den werde ich tatsächlich auch nicht. Abwehren. Ich sehe gerade. Aber es sollte gut gehen. Ich sollte einen Angriff starten können. So, jetzt muss ich halt ein bisschen... Ja, es tut mir leid. Okay, er macht nur die Heilung. Das heißt, gibt mir die Möglichkeit, Beast zu heilen. Okay. Ich meine, die Heilung ist jetzt nicht der Rede wert, sind wir ehrlich, aber... Den Angriff können wir relativ leicht abbrechen. Arkansonne eventuell, heilendes Licht. Ja, wir spielen auf Nummer sicher. Okay. Aber Valers ultimativen Angriff haben wir noch nicht gesehen. Luanas macht Vergeltung. Ich bin gespannt. Ja, das ist auch schon sehr, sehr geil. Den Angriff kann ich leider nicht abwehren. Das ist nur semi-geschickt. So, Sarai kommt wieder in die Party und macht mal ein bisschen... Ja, die Krustade sollte erstmal weiterhelfen.
Ansonsten Rishan. Tut mal Valer heilen. Wir casten mal ein Mondschild auf uns wieder. Dann sollte eigentlich alles erstmal wieder stabil sein hier. Also die Typen sind nicht zu unterschätzen, das muss man knallhart sagen. Ich sehe gerade, man kann den Mondschild auch stacken. Ha! Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich ja nie so tatsächlich gebraucht. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass er schon relativ kurz vorm Abnippeln ist, der Kollege, aber sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Okay, und da war es nur noch Abstarak. Ja, das werden wir uns mal aufheben, die Ebbe. Okay, jetzt würde ich gern desorientieren machen. Dann könnten wir eventuell... Ah, ich bin mir gerade unschlüssig. Ja, das passt. Einmal. Oh, nice. Nicer, nicer. Mondfelsen. Yeah. Und das war's. Geilomat. Der Kampf war nicht ohne, muss ich sagen. Also, da hätte man sich relativ leicht verhaspeln können. Ja, ein bisschen mehr physische Verteidigung, würde ich sagen. Zale bekommt mal ein bisschen mehr Magieangriff. Gibt nämlich einen Bonus drauf. Rishan. Ja, komm. Ein bisschen die Verteidigung pushen hier. Zerai könnte tatsächlich ein paar Lebenspunkte mehr vertragen. Es gibt nämlich einen ultramäßigen Boost obendrauf dafür. Und du, mein Freund... Ja, ich würde sagen, ein bisschen mehr Magieangriff. Okay. Wow. Was ist das also? Ja, das ist es wohl. Großer Leuchter, ich habe euch enttäuscht. In der Tat. Großer Adler, so willst du es also danken? Hä? Wir gaben dir Flügel und du zahlst es uns mit unserer Zerstörung heim? Naja, das ist jetzt halt dumm gelaufen, ne? Wovon redest du da? Du willst unser Leben beenden, nachdem wir opferten, was nötig war. Hä? Ist das Ironie oder übersteigt deine Grausamkeit noch die deines Partners? Ephorul! Perfekt. Danke, Ephorul. Gut, vielleicht laberst du jetzt nicht mehr ständig von fehlender Flugfähigkeit. Ich schätze, ich könnte stattdessen davon labern, wie toll es sich anfühlt. Mein Glück, was? Alles Gute zum Geburtstag, Rishan. Schön, dass es dir gefällt. Wie hast du das gemacht? Ich dachte, für so einen Verwandlungszauber bräuchtest du eine Hybridseele. Ich fand offensichtlich einen Weg, aber lass mir doch meine Geheimnisse, wenn ich dich wieder mal überraschen soll. Ja, klingt fair. Oh, versuch das mal. Interessant. Kein Geschmack, aber erstaunlich erfrischend. Wie nennt man das?
Aiselin, das Equilibrium zwischen Eis und Wasser. Die letzte Zutat ist die Wärme im Mund des Trinkers. Sie zwingt es zu kontrastieren. So verwandelt es sich für Sekundenbruchteile in Eis. Doch es schmilzt, während es zu frieren versucht. So erlebt man eine beinahe himmlische Temperatur. Oh, ich weiß schon, wo das hinführt. Denkst du immer noch an dieses Flaschendesign? Ja. Ich bin bereit. Ich möchte erneut versuchen, den Sand der Zeit einzufangen. Aller guten Dinge sind drei, ich komme mit. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Und wenn du lieb fragst, darfst du sogar auf mir fliegen. Na bitte. Okay, die zwei scheinen schon eine innige Verbindung gehabt zu haben, so kameradschaftlich. Auf der Suche nach dem Sand der Zeit. Und er ist doch in Persien. Verdammt. Noch eine Lüge? Ihr habt also eine Abmachung mit ihm? Dem Flashmancer. Ja, viele von uns wurden geopfert, während er an deinem Geschenk arbeitete. Was er im Gegenzug anbot, die Macht der Mentalmagie und Bestimmung durch die Huldigung von Estris Dae. Es hat sich gelohnt. Ephorul, nein. Das schmerzt dich. Vielleicht bringt es dir ein wenig Frieden zu wissen, dass du mit Unsterblichkeit verflucht bist. Frohes Leiden. Was für ein schlechter Verlierer. Aber gut, ich denke, es wird sich irgendwas in Reshan bewegen. Was hatte das zu bedeuten? Der große Adler. Er war vor sehr langer Zeit ein Geburtstagsgeschenk von Ephorul. Früher, als er noch er selbst war, dachte ich zumindest. Tut mir leid, Reshan. Eine weitere zerstörte Erinnerung hat im Großen und Ganzen nichts zu bedeuten. Aber es heißt, dass seine schändlichen Taten schon Jahrhunderte früher als gedacht begannen. Das ändert alles. Ich muss gehen. Was? Aber wieso? Meine Berechnungen waren falsch. Ich muss unbedingt in die Archive zurückkehren und mehr Modelle berechnen. Du kannst jetzt nicht einfach gehen. Wir brauchen hier deine Hilfe. Er kann sich doch klonen, verdammt nochmal. Diese Marionette wird euch dabei helfen, die Reise zu vollenden. Okay. Danke für die Kameradschaft. Es war erfrischend. Lebt wohl. Ja, hau rein. Er ist einfach so. Ist da jemand drin? Er ging, als wären wir nichts für ihn. Egal, Reshan hat seine Rolle gespielt und sich entschieden. Du hast recht, wir sollten weiter. Beast? Wir sind fast bei Estris Dae. Der Teleporter am Fuße der Treppe sollte jetzt funktionieren. Okay. Das heißt, wir haben einen Klon Reshan in der Party. Das hätte ich so jetzt nicht erwartet, aber gut. Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt verändert hat, dass wir das heilige Triumvirat der Eminenz geklatscht haben, aber irgendwas wird sich wahrscheinlich verändert haben. Nehme ich mal an. So, wir gucken mal, was wir eventuell kochen können. Das Champion Omelette plus 255 LP. Alter Schwede. Ich denke, ich werde zwei davon mal machen. Wobei mir die HP-Heilung tatsächlich gar nicht so wichtig ist. Also, sie sollte mir wichtig sein nachdem. Ja, das ist der gute Shit. Die Yakitori-Garnele. Das ist der gute Shit. Okay. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das Spiel noch allzu lang ist tatsächlich, aber ich kann mir auch dann wiederum andererweise nicht vorstellen, dass das Spiel schon bald vorbei sein soll. Also irgendwie, glaube ich, kommt da noch ein bisschen was auf uns zu. Kaputter Hebel, okay, das scheint wieder eine Story für Teeks zu sein. Hi. Wir sind da. Ja. Ist das der Öffnungsmechanismus? Rachata. Beast, gibt es einen anderen Weg?
Tretet beiseite. Das nenne ich mal den unkonventionellen Weg. Ja. Yeah. So, und das macht jetzt was? Ah. Kann es sein, dass es jetzt diese merkwürdige Murmelbahn aktiviert? Sieht offensichtlich so aus, ne? Was natürlich gut ist, weil jetzt können wir, denke ich, allerlei Ziele ansteuern. Spitze Biest! Hat es funktioniert? Ja, das Tempokugelnetzwerk soll jetzt online sein. Von hier aus können wir zu allen anderen Stationen reisen, auch zu jenen in der Himmelsbasis. Cool. Glaube ich. Mann, sind die Dinger schnell! Hey, Tix. Hey, wie geht's? Wir machen Fortschritte, aber wir haben oben Reshan verloren. Eben. Nicht oben. Eben oben. Was? Aber dort ist er doch. Nur eine leere Marionette. Sein echtes Licht ist fort. Ist mir egal, aber solange ich noch Kombos starten kann, passt das schon. Ziemlich cool, aber auch gruselig. Ja. Oh, hallo. Ich finde das ein bisschen gruseliger, ehrlich gesagt. Das ist lebendiges Glas. Freut mich, ich bin Tix. Sei gegrüßt, ich bin Beast. Ja. The Beast. Hey, also ich sah mich gerade bei Rapinum, als dieses Tempokugeldings aufging. War dir das etwa? Beast sorgte für Strom, damit gelangen wir zur Himmelsbasis. Oh, da komme ich mit, das muss ich sehen. Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay. Wir haben ein bisschen was gerissen in dem Part heute, würde ich meinen. Und gucken mal, wo uns das Tempokugelnetzwerk hinbefördert. Okay, wir können auch derzeit nur zur Himmelsbasis. Dann tun wir das doch mal. Da drin einem schwindelig wird, ist, steht glaube ich nicht, nicht zur Debatte. Plopp! Willkommen Himmelsbasis! Die Himmelsbasis, geschafft! Wonach suchen wir? Was auch immer die Wolkenproduktion stoppt, es gibt bestimmt irgendwo einen Kontrollraum. Alles klar. Und wenn wir diesen verdammten Katalysator finden? Klar doch. Alles klärchen. Ich hätte nie erwartet, dass ich in diesem Spiel in einer Art Weltraumstation bin, aber gut. Wie gesagt, ich will es nicht madig machen. Ach du Scheiße, was seid ihr denn? Jinke. Jinke, die Ginge. Ja, ich denke, wir werden die Phasenklinge einsetzen. Und dann eventuell... Ja, obwohl eigentlich. Ja. Eigentlich sollte das gut gehen. Also den Damage, den wir hier rausholen, der ist echt nicht von schlechten Eltern, Mann. Ja, passt schon, Digga. Vor allem Beast, Mann. Der Typ ist so ein Powerhouse, also das ist unnormal. Okay. So, jetzt haben wir hier einen Heal Point. Ja, yeah, wir werden ihn auch gleich mal nutzen, würde ich sagen. Können wir leider noch nicht mit interagieren. Damit können wir interagieren. Oh, ich verstehe.
Nein. Was macht das? Ach so, da kann ich... Ah. Kann ich zwischen den Dingern umschalten. Regenbogenschnecke. Ja, das sollte passen. Wir haben neue Gegner am Start. Was haben wir denn hier? Mazza-Kronklaue. Ja, sicherlich. Och, ehrlich gesagt habe ich nicht so viel Angst vor euren Angriffen. Holy crap! Ich sollte vielleicht Angst vor ihren Angriffen haben. Holy moly! Oh, wir holen mal ihn hier. Ja. Okay, ich verstehe, das Viech ist relativ unempfänglich gegen physische Angriffe. Ja. Das ist nicht so der Burner, glaube ich. Also, ein bisschen Respekt habe ich vor den Viechern ja schon, das muss ich ja schon sagen. Ich wollte gerade sagen, ja, Aufzugskämpfe? Okay, das haben wir mit einem Mond daran geregelt, diesen Kampf. Ansonsten sehe ich jetzt hier aber auch tatsächlich nichts, was mir irgendwie weiterhelfen könnte. Keine versteckten Items oder ähnliches. Da ist nur ein Aufzug, der jetzt aktiviert ist. Scheint ein relativ straightforwardes Gebiet zu sein. Straight to the Ziel. Gut, aber wir wollen ja noch ein bisschen was von diesem Projekt haben, glaube ich zumindest. Deswegen werde ich den Part an dieser Stelle beenden. Nachdem wir tatsächlich die neue Geschichte gelesen haben, ist mir gerade eingefallen. Und dann werden wir mal gucken. Geschichte von Estris Tai. Als die Vogelmenschen Ephoruls Vorschlag akzeptierten, wusste er, dass er ihrer Spezies problemlos Zugang zur Mentalmagie geben konnte. Es brauchte nur noch einen Gott, den sie verehren könnten. Also tat er, was er immer tat, wenn ein Problem seine Forschung nicht weiterbrachte. Er delegierte. Die Songster waren fähige Baumeister, nicht so technikaffin wie die Menschen und ihre Himmelsbasis, doch es ging ihm lediglich um Größe, keine Details. Nachdem er mit einer Geiselnahme einen Anreiz geschaffen hatte, übergab Ephorul Tekor das Kommando. Ein Trupp wurde versammelt und er baute die hochheiligen Nadeln, in deren Mitte sich ihr Götze befand. Der riesige Estris Tai. Doch Tekor war kein Narr, er wusste nur zu gut, dass Ephorul nicht aufhören würde, ehe alles Leben verdorben oder ausgebeutet wäre. In der dritten Nacht sangen die Songster ein Ritual, um eine Vision der fernen Zukunft für Tekor zu beschwören. Himmelsbasis, Regulator des Klimas, verdorben. Der Tod aller Tiere und Pflanzen. Die Megastadt dem Erdboden gleichgemacht, sein Land nur noch ein Ozean blauen Sandes. Die technikaffinen Menschen, die Seelen und Körper voneinander getrennt und von einer bösen Maschine in Cyborgs gepflanzt. Ein Leben in Verzweiflung, ihr Geist, Nahrung eines wachsenden Seemonsters. Eine Welt ohne Sonne, ohne Hoffnung, der Mond in höllische Untiefen versunken. Und sein eigenes Volk, welch grausames Schicksal.
Helden der Zukunft, die einzige Hoffnung dieser Welt, fähig, doch unfähig, die Himmelsbasis ohne Strom zu erreichen. Die Vision verblasste und Takor konzentrierte seinen Geist auf einen lebhaften Traum. Am nächsten Morgen erwachte er voller Überzeugung. Wenn die Zeit käme, würden die Helden den nötigen Schwung haben, ihre Welt zurückzuerobern. Die Lösung musste so einfach sein, dass sie Ephorol und seinen elitären Geist entgehen würde. Und so erbaute man Estristae auf einer senkrechten Stromschiene, verbunden mit dem Netz des Planeten. Zu allerletzt hieften sie einen enormen Felsen hoch, den die riesige Statue fest in Händen halten sollte. Die einfachste Form einer Batterie. Sie sollte, zu Fall gebracht, auf der Schiene hinabrutschen und das Netz mit Strom speisen. Ihr Plan ging auf. Ephorol hielt sie für ein rein künstlerisches Element. Die Jahrhunderte vergingen und die Welt war gegen den Aufstieg des Flashmancers machtlos. Takors Visionen von Leid und Zerstörung waren eingetreten. Die ganze Zeit über stand Estristae einfach da und wurde von Ephorol kaum beachtet. Jahrhunderte und mehr war sich die Sicherung vor aller Augen versteckt und wartete auf die Helden der Zukunft und ihren letzten Versuch, die Welt zurückzuerobern. Takor, der den Tag ihrer Ankunft nicht mehr erleben würde, starb im Wissen, dass seine Welt und sein Volk immerhin eine Chance hätten. Ende. Das war eine sehr traurige und eine sehr düstere Geschichte. Bis dann, ciao.